Ende letzter Folge habe ich mit der Axt auf den Stein gehauen, ne? Was unmöglich, ne? Also geht gar nicht, ne? Also diese Folge müssen wir das besser machen, sowas, ne? Aber nicht schlimm, ich habe schon mal weitergemacht, habe hier so ein paar Palsfähren gemacht und wir können natürlich hier mal so ein, das ist das falsche Huhn, den holen wir wieder rein, dann müssen wir erst umswitchen. Das Schaf kann doch hier noch was machen, ne? Oder? So. Der kann hier noch ein paar Sphären machen, wie wir sehen. Ne? Das sind ja unsere Hilfsarbeiter. Ne? Da müssen wir mal dran denken. Gehen wir aufs Logo, dann auf großen Bildschirm und dann gucken, was wir weitermachen. So, der hat jetzt unsere Sphären fertig gemacht. Wir haben jetzt irgendwie 11 Stück, glaube ich, oder? Ja, das heißt, wir müssen jetzt noch vier. Nee. Baue ein Lager aus, baue dein Lager aus und erhöhe die Lagerstufe auf 7. Okay. Wo ist mein Lager? Und wo, wie kriege ich die Lagerstufe hoch? Gute Frage, ne? Hier kann man nichts ausbauen, oder? No Data. Box. Sortierung nach Paldex Nummer oder Paldex Nummer. Nach Level, Element, Alpha, Beta. Okay. Das brauchen wir jetzt hier nicht machen. Jetzt ist die Frage, was können wir hier noch machen? Primitive Werkbank. Haben wir keine Rohstoffe für, geht also auch nicht. Das heißt, wir müssen jetzt mal zusehen, wie wir weiterkommen, ne? Kann man von hier oben unser Häuschen sehen? Ja. Ja, dann bauen wir unser Lager aus, ne? Aber ich weiß jetzt nicht, dass vielleicht bauen wir hier oben besser ein Häuschen, aber ob das hier so richtig ist, ich weiß es auch nicht. Kann man das, das kann man auch wieder einräumen, ne? Ah, V ist Verbesserung, da haben wir es doch. Setze einen Pal für Arbeiten im Lager ein, okay. Warte mal, dann setze einen Pal für Arbeiten im Lager ein. Müsste die Aufgabe ja schon erledigt sein, oder? Nee. Ach so, das Lager ist insgesamt gemeint. Also dieses hier. Warte mal, das ist jetzt falsch. Nee, da muss ich hier nochmal hin. Der war jetzt Pals im Lager. Ach, da muss er hin. Ah, jetzt habe ich es, glaube ich, richtig, ne? Jetzt V und dann steht da, okay, baue Holztruhe. Das heißt, die geht. Nee, die geht nicht an der. Oder? Doch, die müsste ich wahrscheinlich erst freischalten an der Werkbank. Nein, natürlich nicht an der Werkbank, sondern im Technologielager hier. Da ist sie. Kriegen wir das hin? Geht wohl. So, und jetzt? Nee. Baby bauen also. Da ist er. Holz fehlt, alles klar. Holz fehlt. Schnell Holz machen. Da ist ein Baum schon wieder gewachsen. Die Axt haben wir das Richtige. Ja, ich glaube, das geht nie so schnell, einfach aus dem Grunde, weil uns was fehlt. Und zwar diese. Warte, das sehen wir jetzt gleich, wenn wir. Nee, in den Technologiebaum gehen. Dieses hier, das ist eine Reparaturbank. Die sollten wir mal auch freischalten. Und die als erstes hinbauen, weil da können wir nämlich unsere Axt mit wieder scharf machen, die wir sowieso an den Steinen stumpf gehauen haben. Ne? Das war nämlich unser Problem. Warte, das heißt, ich müsste wahrscheinlich hier schauen. Die muss ja jetzt hier irgendwo erscheinen, oder? Da ist es. Okay, da kann ich die nicht bauen. Wo kann ich sie denn bauen? Ah, hier kann ich sie bauen, dann baue ich sie hier hin. Ah, da kommt auch schon das Schäfchen an und hilft uns dabei. Okay, dann geht es schneller zu zweit, das ist gut. Das ist das Coole an dem Spiel, dass man diese
Helfershelfer hat und dadurch gewisse Arbeiten dann von alleine nachher geregelt sind, ne? Das ist das, was an diesem Micromanagement nachher dann so drin ist, ne? So, und dann können wir nämlich hier. Dafür brauchen wir Holz. Na super. Wo ist die Axt? Gar nicht mehr da? Ach, das ist sie ja. Ne, das ist eine Fackel. Gegenstand reparieren. Aber wo ist die? Wo ist die? Hier, kein Holz. Super. Jetzt brauchen wir noch mehr Holz. Okay, da haben wir es. Ist schon repariert, naja, passt. Okay, das heißt, wir müssen hier hin. Wir müssen jetzt die Holztruhe bauen. Okay, haben wir jetzt genug Holz für die Holztruhe noch? Das ist die Frage. Hast nicht genügend Material. Noch mehr Holz holen und das müsste jetzt besser gehen, ne? Der Baum war ja kaputt. So, jetzt die Axt scharf, jetzt habt ihr gesehen, wie das geht, ne? So, dann zurück. Da war unsere Grenze, haben wir gerade gesehen. Und die Truhe. Da stellen wir hier hin, oder? Kann in diesem Bereich nicht gebaut werden, da zu nah an einem speziellen Bossbauwerk. So, das Bossbauwerk ist wahrscheinlich hier rechts. Links. Unsere Palsphäre. Ja, du musst mal nicht durch die Gegend laufen, du musst mal hier sein, wenn man dich braucht. So. Jetzt können wir hier Klamotten erstmal reinlegen, die wir nicht brauchen, ne? Fasern machen wir auch rüber. Die behalten wir. Was war das denn? Ach, das sind Samen. Okay, die Samen kommen dann da auch rüber. Leder, das habe ich irgendwie unterwegs eingesammelt, als ich zurückgegangen bin. Mache hier oben. Ich glaube, das passt erstmal. So, jetzt müssen wir hier gucken. Wir haben das erledigt. Anzahl Arbeitsplätze im Lager 2, Anzahl möglicher Lager 1. Ah, das heißt, ja, baue mieses Bett. Okay, das habe ich doch schon gebaut, oder? Aber nicht im Lager wahrscheinlich. Das heißt, wir müssten jetzt schauen. Was ist das für ein? Ach, das ist hier unser Schäfchen dahinter, ne? Ja, vielleicht. Ach, der arbeitet. Da schau her, der holt Steine. Sehr cool. Wo bringt er die denn jetzt hin? In die Kiste? Sieht wohl so aus, oder? Okay. Dann weitermachen. So, wir gehen jetzt noch so ein Schaf holen, denke ich mal, weil wenn der so arbeitet, dann macht Sinn, zwei davon zu haben. Hier runter, ja. Aber es wird schon dunkel, ne? Dann, okay, da war eine Treppe, hätten wir auch nehmen können, ne? Gehen wir mal zu unserem Bett. Das war doch hier runter, ne, oder? Und schlafen eine Runde. Da vertue ich mich? Ne, es war hier lang. Hungrig sind wir auch. Warte mal, Bären haben wir. Dann sind die Bären auch schon weg.
Dann lass uns mal zu unserem Haus laufen, welches hier ist. Gucken, ob wir die Nacht schneller rumkriegen. Weil wir haben ja ein mieses Bett, ne? So, jetzt ist er einmal dunkel geworden und wieder hell geworden. Jetzt ist er da die Nacht tatsächlich vollbracht. Beim ersten Mal hat das irgendwie wohl nicht so richtig geklappt. Gut, das heißt, wir können jetzt da hinten so ein Schaf mal uns organisieren, oder? Die Kätzchen weiß ich noch nicht, wofür die dann gut sind. Schafe sind halt zum Helfen gut. Das Huhn war zum. Ich nehme das da hinten, da ist nur eins, hier sind zwei. Dann werden die beide agro und dann wird es schwieriger. Ja, sonst ich hier. Dann kriege ich jetzt erst einmal auf die Rübe. Ha, hat das jetzt nicht geklappt? Naja, jetzt hat es geklappt auf jeden Fall. 5 Lammbolzer soll ich einfangen. Ja, dann nützt es ja doch nichts. Dann müssen wir doch hier dran glauben, dass wir die einzeln machen gerade, oder? Der ist schon agro. So, da haben wir auch einen und das waren jetzt 4. Einer fehlt mir noch. Jetzt muss ich noch einen finden. Da unten sind Hühner. Keine Ahnung, was der mir jetzt sagen wollte. Fange 5 Paul. Ach, ich habe doch 5. Wunderbar. Baue ein Lager aus den Dingens. Haben wir immer nur mit einer Ausrüstung deinen Pals nach dem Sieg des Boss im Turm des Rhein Syndicates. Gut, das heißt, wir gehen jetzt erstmal hoch. Wir brauchen aber noch vielleicht ein bisschen Holz. Diese Kätzchen, was sind das für eine Stufe? Naja, das war natürlich wieder geschlafen, ne? Naja. Ist das mit der besser? Nee, auch nicht. Gehen wir erstmal hoch. Hühnchen. Hühnchen haben wir auch. Ja, jetzt müssten wir eigentlich nur noch ein Kätzchen haben, ne? Dann haben wir die hier um die Ecke rumlaufen. Pals, die kein Bett haben, bekommen eine schlechte Laune. Ja, das müssen wir auch noch dann managen, ne? Ist das denn jetzt hier voll? 4 Steine sind da drin. Okay, die habe ich aber nicht da reingelegt. Die hat das Schäfchen da reingetan, ne? So, dann gehen wir hier rein. Da haben wir einen zweiten Platz und dann würde ich sagen, machen wir ihn da rein. Gut. Können die zu zweit was machen? Was macht er jetzt hier? Nix, ne? Reparieren wir gerade das. Dann war es das hier schon. Und hier könnten wir noch was bauen, aber wir haben ja alles. 50 Holz, 13 Steine haben wir und einen können wir machen.
Da brauchen wir uns nicht drum kümmern, das kann der da machen. Jetzt müssen wir gerade hier nach der Verbesserung gucken. Ach, das miese Bett müssen wir noch bauen. Das heißt, wir würden jetzt hier noch eine Plattform bauen, oder? Ja, machen wir. Machen wir jetzt hier eine Basis. Nicht mit Bauwerk verbunden. Nicht mit Bauwerk verbunden. Das heißt das? Ach, das ist ein Holzdach. Okay, ich habe das Falsche ausgewählt. Hier, Fundament. Aber ich würde jetzt gerne hier hinten dann so weit wie möglich nach da gehen. Vier Stück will ich machen. Geht das? Geht. So, dann würde ich fenstermäßig was bauen wollen. Kann man da sehen, was innen und was außen ist? Nee, ne? So, noch mal gucken. Keine Ahnung. Ich hoffe, der baut das so richtig, aber na, das war jetzt hier eigentlich auch Blödsinn. Naja, ist egal, jetzt lass es so. Hier machen wir noch ein Fenster rein. Da und hier machen wir eine Tür rein. Und da machen wir auch ohne Tür. So, und dann bauen wir da oben so eine Dachschräge rein. Passt. Und dann Dach. Und da auch noch mal. Und fertig. So, jetzt sollen wir das miese Bett machen. Dass nicht genügend Material, Holz fehlt. Aber Hütte ist fertig. Was sind denn Sicherheitseinstellungen? Ach so, okay, das bin ich alleine, dann brauche ich das nicht. Hier ist ja nichts reingetragen worden an Holz, oder? Nö. Das können wir hier aber noch gerade rüberbringen. Oh, wir haben noch hier Schickipi-Fleisch. Ein Ei haben wir auch noch. Okay, der Baum ist weg, das heißt, wir müssen nach da. Da haben wir den Baum auch erledigt. Und jetzt müssen wir das miese Bett hier irgendwo hinstellen. Wo machen wir das hin? Da, da. Ja, dann kann ich da noch rausgucken. Passt erstmal. Ihr beiden macht das schon. Gut. Ja, ach so, wir brauchen noch Unterkünfte für die Viecher. Palstrohbett. Die müssen wir natürlich dann da drinnen auch noch bauen, wenn. Habt ihr schon fertig das Bett? Sehr schön.
Und jetzt müssen wir gucken, wo wir die Viecher schlafen lassen. Heu noch mehr Holz. Das Bett ist heile und gut. Hochgestuft, wow. Ja, sehr gut, dass du da hochgeschafft hast. Aber vielleicht sollten wir am Lager da erstmal gucken, weil wir das ja ausbauen müssen. Nicht, dass wir jetzt hier die Betten da für die Viecher bauen und ja, das war eigentlich eine Aufgabe von dem Lagerausbau, ne? Mission verbessert, du kannst deine Wahlbox ausbauen. Jetzt können wir schon vier hier machen. Baue Futtertrog, baue Pal Strohbett. Siehst du, obwohl, das hat er erkannt. Glück gehabt. Maximal Anzahl von Arbeitsplätzen sind vier. Das heißt, oh ne, hier waren wir schon richtig, ne? Ziehen wir noch einen rein, weil die ja hier bauen, ne? Gut, das heißt, wir müssen das Strohbett noch zwei bauen. Das war falsche Taste, ne? Gut, ich würde sagen, wir machen erst hier auch wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wir das nächste Video hochladen. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir den Futtertrog dann bauen, ne? Alles klar, bis dann. Ciao.